super Mailbox. Ja, Thomas, ich bin's. Ich sitze hier schon seit einer Stunde und warte auf dich. Wo bist du denn? Danke. Was ist los? Warum schaltest du das Handy ab? Also, ich bin gleich da. Und urplötzlich war richtig schwarze Nacht. Ja, in den Tropen gibt's keine langen Dämmerungen. Ja, Sie wissen's. Ich hab's leider nicht gewusst. Das Meer plätschert auf einmal so bedrohlich. Die Schreie der Vögel sind so anders. Es ist wie von einer anderen Welt. Ich hatte ehrlich Angst. Ehrlich? Angst hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich hab das letzte Wasser getrunken und hab mich in die Decke gewickelt. Und warum sind Sie nicht einfach denselben Weg zurückgegangen? Ich habe mich einfach nicht getraut. Und ist in der Nacht noch was Schreckliches passiert? Nichts Schlimmes. Es wurde nur plötzlich furchtbar nass. Oh, doch so viel Angst, ja? Die Flut kam, das Meer hatte meine Decke erreicht. Und plötzlich kannte ich den Weg auch wieder zurück. Ich fühle mich plötzlich irgendwie nicht mehr so fit. Ja, ich denke, ich sollte jetzt gehen. Also eine Geschichte hätte ich noch. Einen ganz kleinen Drink vielleicht? Ich bin wirklich zu müde. Tut mir leid. Sie haben recht, ich muss auch Schluss machen. Es war wirklich nett mit Ihnen. Danke gleichfalls. Steht Ihr Auto auf dem Petersplatz? Ja. Meins steht auch dort. Wohin wollen Sie denn mal in Urlaub fahren? Auf jeden Fall Südamerika. Brasilien wäre... Oh Gott, Entschuldigung, es tut mir leid. Das ist sicherlich die vollgequalmte Luft in der Bar. Sollen wir stehen bleiben und ein bisschen durchatmen? Ich glaube, das ist nicht nötig, danke. Da in den Hof. Da kann man ganz bestimmt die Sterne sehen. Ich möchte jetzt wirklich nach Hause. Keine Angst, ich bin noch bei Ihnen. Können Sie mich bitte loslassen? Würden Sie mich jetzt loslassen, bitte? Ina! Habt ihr irgendwelche Probleme mit dem Typen? Nee, eigentlich war er ganz nett. Und plötzlich... Ist egal, fahr. Okay. Ja, das hat sich gerade erst ergeben. Tut mir leid. Anne muss sich ja um die Notfälle kümmern. Ja, gib den Kleinen einen Kuss von mir. Übermorgen hab ich frei, dann gehen wir ins Kino. Versprochen. Ja, schlaf gut. Tschüss. Bis morgen. Zimmermann. Hallo.
Wie spät ist es? Was? Oh Gott, was? Wo? Leibnizstraße. Okay, hab ich. Gut, ich komm direkt hin. Ja, bis gleich. Entschuldige, wollte dich nicht wach machen. Bis später, Kuss, Thomas. Hier. Siehst du, ausgeprägte Hämatome im Halsbereich. Gut möglich, dass sie erwürgt wurde. Ah, morgen. Gib mal Handschuhe. Schlafen. Morgen. Morgen. Tut mir leid, ich habe den Wecker nicht gehört. Schon gut. Wie heißt Susanne Bergmann? Überprüf die Angehörigen, vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise. Okay. Na, auch schon wach? Es sieht nach Sexualmord aus. Ihre Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Ihr Slip war ausgezogen, lag neben ihr. Der Tathergang ist noch nicht ganz klar. Wie lange ist sie denn schon tot? Ja, das muss heute in den frühen Morgenstunden passiert sein. So gegen 3, 4 Uhr vielleicht. Schätze mal, der Täter hat sie auf der Straße überfallen und sie dann hier in den Hof geschleppt. Am Eisentor wurden Faserspuren gefunden. Ob vom Täter oder vom Opfer ist noch nicht ganz klar. Aber das hier, das ist auf jeden Fall vom Täter. Sieht teuer aus, oder? Zeig mal. Ist was? Ach, ich hab wieder meinen verspannten Nacken. Mutti. Wenzel will wieder ein neues Geschäft eröffnen. Schön für Herrn Wenzel. Ich dachte dabei an dich. Du wärst nicht mehr so viel unterwegs. Gestern Nacht bist du wieder so spät nach Haus gekommen. Hab gehört, wie du dich aufs Zimmer geschlichen hast. Ich muss los. Erstmal trinkst du in aller Ruhe Kaffee. Mit mir. Und du glaubst wirklich, dass er der Täter war? Er hat mich vor genau so einer Toreinfahrt angegrapscht und er wollte unbedingt mit mir auf den Hof. Ich meine, ja, das sind ziemlich viele Ähnlichkeiten, okay, oder? Okay, okay, du hast ihn abgewehrt. Und dann? Dann war ich einen Moment abgelenkt. Abgelenkt? Wieso? Wieso? Ich war ihm abgelenkt. Ist doch egal. Es tut mir leid, dass wir das protokollieren müssen. Papierkram. Ja, dann brauche ich hier noch eine Unterschrift, bitte. Kann es sein, dass es jemanden gibt, mit dem sie sich gestern Abend in der Plusbar getroffen hat? Nein. Vielleicht ein Freund vielleicht? Stewardess. Welcher Mann macht das schon mit? Wenn sie mit der letzten Maschine kommt, geht sie gerne noch in diese Bar da. Muss sie nicht gleich in die leere Wohnung. Das ist die Mutter von Susanne Bergmann. Guten Tag. Protschke, ich bin der leitende Hauptkommissar für den Fall. Das ist Oberkommissarin Zimmermann und Oberkommissar Maybach. Frau Bergmann. Sie waren ein ganz normales Mädchen. Immer aufgeschlossen. Zu jedem freundlich. Frau Kommissarin, warum? Warum tut jemand so etwas? Wir werden den Mörder finden. Und zwar sehr schnell.
Das verspreche ich Ihnen. Die Vorteile liegen nicht nur in der höheren Wirksamkeit. Der Heilungsprozess wird auch verkürzt. Das heißt, die Patienten kommen früher nach Hause. Das glaube ich Ihnen alles gern, Herr Bosetzki. Aber mein Etat ist erschöpft. Fragen Sie ihn in einem halben Jahr nochmal nach. Ist die Konkurrenz billiger? Mir können Sie es wirklich sagen. Das ist nicht die Konkurrenz. Es ist der Verwaltungsdirektor. Über alle großen Einkäufe entscheidet er nur noch selbst. Dann gehe ich schnell zu Dr. Köster. Schnell ist gut. Dr. Köster ist auf einem Symposium in Heidelberg. Der kommt erst morgen wieder. Oval. Länglicher. Mehr so in die Richtung. Und die Kinnpartie nicht zu schwach. Nee, so auch nicht. Das ist zu kräftig. Ich habe ihn ja auch wirklich nicht als Verbrecher betrachtet. Na, jetzt macht ihr mir keine Vorwürfe. Das Bild, das muss sofort in die Presse. Also ich bin da skeptisch. Wieso? Naja, wir unterstellen da jetzt eine Straftat ohne wirklich handfeste Indizien. Hey, solche Typen muss man wegschließen, am besten für immer. Hey Miguel, wir sind Ermittler und keine Richter. Jan hat recht. Wir suchen den Typen erst zur Klärung eines Sachverhaltes. Ob er was mit der Toten im Hinterhof zu tun hat, das sehen wir dann später. Okay. Dann geht das jetzt so an die Presse und an die Reviere. Ich gehe damit gleich mal in die Bar, vielleicht finde ich noch was raus. Ina, es tut mir leid, aber du ermittelst nicht. Wieso? Wir haben einen klaren Vorteil und ich finde, den sollten wir nutzen, oder? Du bist unmittelbar betroffen. Man könnte dir einseitige Ermittlung vorwerfen. Und spätestens, wenn es zum Prozess kommt, haben wir massive Probleme. Ina, lass uns das machen. Miguel, du gehst in die Bluesbar. Jan, du übernimmst Inas Bar. Also was ist denn nun passiert? Der Typ, der mich gestern Abend angegrapscht hat, das ist wahrscheinlich ein Mörder. Das gibt's doch nicht. Thomas, du hast ihn doch auch gesehen. Ist dir irgendwas an ihm aufgefallen, irgendwas Spezielles? Oder hast du gesehen, wo er hingelaufen ist? Das ging alles so schnell. Du bist ein wichtiger Zeuge. Nein, tut mir leid, ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Das hat nicht zufällig was damit zu tun, dass du deiner Frau dann was erklären müsstest? Blödsinn. Thomas, bitte. Moment mal! Hallo, junge Frau. Entschuldigung, das tut mir leid, ich habe Sie verwechselt. Sind Sie immer so stürmisch? Hallo, Dr. Vandenbroek. Guten Tag, Dr. Specht. Schulz. Ja. Das ist Ina Zimmermann, eine Bekannte, Dr. Schulz, ein Kollege. Wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann. Ich glaube nicht. Entschuldigen Sie die Störung. Tja, schönen Tag noch. Du siehst nur noch Gespenster. Vielleicht solltest du mal ein paar Tage ausspannen. Na, und dann noch Colaflecken auf dem Rock des Opfers. Gut, aber die stammen wahrscheinlich von Ihrem letzten Flug. Ich sag's nur der Vollständigkeit halber. Ja, also wie ich bereits vermutet hatte, sie wurde erwürgt. Auf die Würgemale am Hals hatte ich dich ja schon am Tatort aufmerksam gemacht. Und es muss auf dem Hof zum Sexualkontakt zwischen Täter und Opfer gekommen sein. Warum formulierst du das so vorsichtig? Ich meine, du kannst doch Vergewaltigung sagen. Weil nichts darauf hinweist, dass sie sich gewehrt hat. Vielleicht war sie extrem eingeschüchtert. Viele Opfer sind ja nicht in der Lage, sich zu wehren. Stell dir mal vor, die hält jemand ein Messer an den Hals. Da zuckst du auch nicht, oder? Ja, gibt's dafür einen Hinweis? Bisher noch nicht. Ich habe eine umfassende Obduktion angeordnet, Blutorgane, das ganze Programm. Ich hoffe, morgen wissen wir mehr. Danke. Tja, ich hier leider auch nichts. Die Kellnerin an Luxbar konnte sich noch nicht mal an Ina erinnern. Ja, und in der Bluesbar konnten sie mit dem Phantombild auch nichts anfangen. Wir haben keine Fingerabdrücke. Die DNA-Spuren helfen uns nicht weiter, solange wir niemanden festnehmen können. Und in der vorbestraften Kartei haben wir auch nichts gefunden. Und die Kollegen von der Airline haben bestätigt, dass das Opfer keine näheren Freunde hatte. Wir haben nichts. Das Einzige, was wir haben, ist dieser dämliche Manschettenknopf. Na, und das Phantombild? Wenn jemand so wenig Spuren hinterlässt wie unser Täter, dann ist das auch ein Hinweis. Er hat seine Tat offenbar gut geplant und ist sehr kontrolliert vorgegangen. Ja, super, das bringt uns ja einen richtig großen Schritt weiter jetzt. Hey, ich verstehe nicht, wie du so ruhig bleiben kannst. Wir haben nichts in der Hand. Na, langsam. Dieser Wahnsinnige rum. Langsam. Es gibt zwei Ansätze, die wir sorgfältig voneinander getrennt überprüfen müssen. Genau. Den ausgerissenen Manschettenknopf. Und Inas Hinweis auf einen Typen, der auch solche Knöpfe getragen hat. Also, ich mache eine erste Anfrage über einen möglich ähnlichen Tatvorgang.
Du kümmerst dich, Miguel, um den Manschettenkopf morgen. Und Jan und Ina, ihr geht nochmal die Begegnung der Bar durch. Jedes Detail ist wichtig. Ich will keine Begründung für Misserfolge. Ich will Abschlüsse sehen. Ich bin dran. Morgen habe ich einen guten Termin. Ja, da bin ich aber sehr gespannt. Ich schaff das. Ja, eben. Sie können doch reden wie ein Wasserfall. Vielleicht fehlt Ihnen nur der richtige Biss. Jawohl, Herr Dremel. Naja, mal locker bleiben, Bosetski. Wir verstehen uns. Da bist du ja. Hat der Abschluss nicht geklappt? Nein, im Gegenteil. Es lief wunderbar, besser als ich erwartet hatte. Ja, das kannst du mir alles gleich erzählen. Die habe ich für uns gekauft. Du bist doch nicht noch mal weg. Wir haben doch was zu feiern. Ich muss noch mal los, ich habe einen Termin. Siehst du, genau das meine ich. Du musst dich doch nicht schämen. Ich habe mir schon gedacht, dass der Abschluss nicht geklappt hat. Aber der Abschluss hat geklappt. Lüg mich nicht an. Ich hasse es, wenn du lügst. Ich muss noch zu einem neuen Kunden, ich schwöre es. Ich musste etwas mehr Zeit investieren, aber heute Abend, ich verspreche es dir, heute Abend feiern wir. Mein armer kleiner Krexel. Du kannst auf mich zählen. Ich freue mich schon. Na los, geh schon. Viel Glück. Er muss mich schon länger beobachtet haben. Und wie kommst du darauf? Er hat mich sehr direkt auf einen Drink eingeladen. Er war ganz sicher, dass ich allein da war. Ja, aber doch erst nachdem ihr zusammengestoßen seid, oder nicht? Colaflecken. Hier, von gestern Abend, als ich mit dem Typen zusammengestoßen bin. Genau wie auf dem Rock des Opfers. Das ist doch kein Zufall, oder? Aber du hast gesagt, dass er mit dem Rücken zu dir stand. Ja. Aber ich hatte das Portemonnaie schon in der Hand. Es war also klar, dass ich zahlen wollte. Da braucht er ja nur noch den richtigen Moment abzupassen. Ist Ihnen was passiert? Ach, lassen Sie mal. Ist doch meine Schuld. Ist doch nicht so schlimm. Was meinen Sie, wie oft ich jemanden das Glas umgestoßen habe? Er inszeniert einen Zusammenstoß. Und das Opfer ahnt noch gar nicht, dass das alles schon zur Taktik gehört. Wird von ihm angesprochen und lässt sie später arglos zum Auto begleiten. Er lockt sie auf einen Hinterhof, vergewaltigt sie und bringt sie um. Dabei ist doch ein Urlaub in der Karibik wirklich sehr schön. Aber damals, ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Stockschwarze Nacht, das Meer rauscht merkwürdig, das Rufen der Vögel aus dem Wald ist so anders. Nee, ehrlich. Und da haben Sie ganz allein am Strand übernachtet? Hey, Tanja! Mensch, Werner! Das ist ja eine Überraschung. Darf ich bekannt machen, dass es... Jetzt weiß ich noch nicht mal, wie Sie heißen. Guten Tag. Ich bin rein zufällig mit Ihrer Bekannten zusammengestoßen. Also, das ist Werner, ein Kollege von mir. Und Sie sind? Ich muss sowieso gehen. Aber wieso denn? Sie doch sitzen. Und Tanja und ich, wir sind nur Kollegen. Morgen früh ist ein harter Tag. Also, schönen Abend noch. Tut mir leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass ihr noch beim Kennenlernen seid. Soweit zu dem, was wir gestern Abend noch rekonstruiert haben. Wir müssen dringend noch eine Pressemeldung hinterher schicken. Als Warnung für die Frauen. Vor allem sollten wir alle Anzeigen prüfen, die in der Vergangenheit wegen ähnlicher Belästigung gemacht worden sind. Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis auf den großen Unbekannten. Ja, dann macht mal. Gut. Übrigens, Herr Wenzel hat schon in der Fußgängerzone zwei Läden gefunden und lässt die jetzt umbauen, Krexel. Gregor! Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ich habe von Herrn Wenzel gesprochen.
Ich muss jetzt wirklich los. Kann ich mal die Zeitung haben? Ich habe ein paar Annoncen entdeckt, zwei neue Praxen in Markkleeberg. Das sind ja potenzielle Kunden. Schon wieder so ein mieser Kerl. Wo sind denn die Annoncen? Ich muss los. Du bist schon wieder so gehetzt. Ich bin überhaupt nicht gehetzt. Na schön. Aber wenigstens bist du gestern Abend einmal frühzeitig nach Hause gekommen. Bis später. Können Sie mal jemand mit den Wicklerslisten fürs LKA vorbeischicken? Nein, ich will keine Zeit verlieren. Ja, auch sämtliche Anzeigen gegen Belästigung aus solchen Situationen heraus interessieren uns. Genau, danke. Morgen, Chef. Morgen. Und? Ja, also es gibt drei Geschäfte, die solche Manschettenknöpfe führen. Eins hat bis morgen noch geschlossen. Bei den anderen, die haben zwar solche Knöpfe im letzten Jahr verkauft, aber die können nichts mit einem Phantom anfangen. Und hast du auch dran gedacht, dass sowas gerne mal verschenkt wird? Danke für den Hinweis. Aber ich muss erstmal die ganzen Käufer abklappern, um rauszukriegen, ob irgendjemand was verschenkt hat. Keine Angst, ich langweile mich nicht. Wir haben da was Interessantes entdeckt. Oh, darf ich? Ja, natürlich. Also, das Opfer hatte eine hohe Dosis Cyclohexanon im Blut. Was bitte? Das ist der Bestandteil von gewissen Narkosemitteln, von Esketamin zum Beispiel. Aha. Okay. Man findet Cyclohexanon übrigens auch in abgewandelter Form in den sogenannten Designerdrogen, in PCP zum Beispiel, einschlägig auch als Angel Dust bekannt. Aber ein regelmäßiger Drogenkonsum ist hier laut Organbefund beim Opfer eindeutig auszuschließen. Das heißt, das Opfer war betäubt? Tja, es ist klar, warum es keine Abwehrspuren gab. Jetzt verstehe ich, warum ich so down war an dem Abend. Du, in den USA gibt es sogar Fälle, wo diese Droge ganz gezielt bei Vergewaltigung eingesetzt wurde. Deswegen wollte er mir noch einen zweiten Drink spendieren. Dreckschwein. Ey, das gibt's doch nicht. Der spielt den Gentleman, dabei tut er eine Pille in den Drink. Das ist doch das Letzte, echt. Ja, aber eine Pille löst sich doch nicht so schnell auf. Das hätte ich ja wohl bemerkt, oder? Also ich denke, es war das Narkosemittel. Das gibt's nämlich auch flüssig. Und das kann man bei entsprechender Kenntnis ganz genau dosieren. Ja, das wäre ein neuer Ansatz. Bei stärkerer Dosierung wird eine besondere Form der Bewusstlosigkeit erreicht. Man fällt in Trance, schläft aber nicht ein. Die Atmung funktioniert ganz normal, aber ansonsten ist man kaum bewegungsfähig. Und wer kommt hier an solche Mittel ran? Tag, Herr Doktor. Tag. Ina, du kommst einfach hierher, fragst mich aus. Was sollen denn meine Kollegen denken? Ich ermittle hier in einem Mordfall. Das ist mir scheißegal, was deine Kollegen denken. Okay. Am besten du wendest dich mit allen Fragen an Dr. Köster. Das ist der Verwaltungsdirektor. Gut, dann werde ich dich mit meiner Anwesenheit nicht länger kompromittieren. Vielen Dank für deine Unterstützung, Thomas. Es wird hauptsächlich bei Notfällen und im OP eingesetzt. Schwach dosiert als Schmerzmittel. Das heißt, Unfallärzte kommen da auf alle Fälle ran? Jeder Arzt kann an das Mittel irgendwie herankommen. Eigentlich das gesamte Krankenhauspersonal. Natürlich nicht offiziell, aber wenn es jemand unbedingt darauf anlegt. Verstehe. Dazu kommen sicher noch die Leute im Pharmavertrieb. Ziemlich großer Personenkreis. Danke. Sie sagen es. Sie müssten auch die Tierärzte noch dazu zählen. Also, wenn es ernstzunehmende Verdachtsmomente gegen Mitarbeiter hier gibt, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Dankeschön erstmal. Ich komme sicher auf Sie zurück. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Bosetzki. Herr Köster. Ja, also Entschuldigung, aber die junge Frau da hat mich noch in Beschlag gelegt. Ja, habe ich gar nicht gesehen. War von der Kripo. Kriminalpolizei, wieso, was ist passiert? Die suchen irgendwie einen Mörder. Oh. Was haben Sie denn heute im Angebot? Ich sag's gleich, viel Zeit habe ich heute nicht und Sie wissen ja, dass wir knapp bei Kasse sind. Sie haben nicht viel Zeit? Ich habe immer wenig Zeit. Ging's denn noch morgen? Meinetwegen. Und nerven Sie die Börlinger wegen dem Termin. Übrigens einen ähnlichen Fall. Punkt. Wo ist eigentlich Ina? Keine Ahnung.
Als ich ankam, war das Büro leer. Also in Rostock gab es einen ähnlichen Fall. Und in Potsdam vor einem halben Jahr. Das Opfer wurde gefesselt, erwürgt, keine Abwehr. Das gleiche Spurenbild wie bei uns. Das scheint eine Serie zu sein. Keine Fingerabdrücke, keine verwertbaren DNA-Spuren. Der Täter geht sehr kontrolliert vor. Auch die Fesselung der Opfer und die Tötung danach. Alles sehr kaltblütig. Tja, das wird eine harte Nuss. Wo treibst du dich denn rum? Ich hatte doch gesagt, du hast Bürodienst. Ich habe mich wegen dieses Narkosemittels erkundigt. Ziemlich großer Personenkreis, der da dran kommt. Ärzte, Notärzte, Personal der Rettungsdienste, sogar Tierärzte. Jan und Miguel sind für Außenrecherche zuständig. Und wenn noch jemand gebraucht wird, dann bin ich das. Ich werde mich auf jeden Fall um den Bereich Pharmavertrieb kümmern. Ina? Hajo, ich habe diesem Mann gegenüber gesessen. Und er konnte wirklich sehr, sehr gut reden. Ich habe lange nachgedacht und ich bin mir sicher, der könnte wirklich Vertreter sein. Und deswegen wird Jan morgen mit dem Pharmavertrieb anfangen. Und wir müssen in den Krankenhäusern noch alle Dienstreiselisten und Urlaubslisten durchgehen, aber ohne dich. Und warum? Weil es sich wahrscheinlich um einen Serientäter handelt. Es gibt einen vergleichbaren Fall in Rostock, einen in Potsdam, aber das kannst du natürlich nicht wissen, weil du draußen rumfährst und meine Anweisung nicht befolgst. Verdammt nochmal, uns läuft die Zeit davon. Ich kann hier nicht einfach im Büro rumsitzen. Du gehst nicht mehr raus. Aber ich war an ihm dran. Das ist eine Anweisung. Und wenn du die nicht befolgst, dann gibt's einen Verweis. Gut. Kann ich mich ja gleich versetzen lassen. Wie ist von Miguel? Schönen Gruß. Er konnte leider nicht mitkommen. Na, dann kommt mal rein, ihr Pappnasen. Pappnasen? Ja. Für dich. Hallo. Tag. Ich komme wegen dem Hinweis in der Zeitung. Kennen Sie den Mann? Es könnte sein, dass ich ihn in einer Bar in Halle getroffen habe. Wissen Sie seinen Namen? Leider nicht. Ein Kollege von mir kam an den Tisch, naja, und da ist er gegangen. Und können Sie sich an irgendwas Besonderes erinnern? Ich komme eigentlich aus einem anderen Grund. Aha, und der wäre? Es kann ja sein, dass dieser Mann von gestern Abend, ich meine, so ein Phantombild, das muss ja nicht stimmen. Oder? Dann würde ich Sie gerne um etwas bitten. Ja, und? Dann möchte ich ihn gern wieder treffen. Ich meine, es hätte ja wirklich ein netter Abend werden können. Sie verstehen?
Sind Sie in der Bar am Anfang zufällig mit ihm zusammengestoßen? Ja. Und dann hat er Ihnen einen Drink spendiert? Ja. Und später, sind Sie da müde geworden oder war Ihnen irgendwie schwindelig? Ja, der Werner, also mein Kollege, der musste mich nach Hause bringen. Ich war total high. Also ich glaube, der Drink, der war ziemlich heftig. Schauen Sie sich das bitte mal an. Diese Frau hat ihn auch kennengelernt. Leider hat da niemand den Abend gestört. Ja, Marie. Tut mir leid, Herr Bosetzki, aber bei Dr. Köster geht wieder alles durcheinander. Es wird wohl später werden. Dann warte ich, ihm ist ja nicht so schlimm. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Danke. Wie, und Sie wollte ihn wirklich wiedersehen? Tja, ich habe nur noch gleich den Kontaktbeamten angerufen, der ist direkt in die Bar, aber Fehlanzeige, keine weiteren Hinweise. Mann, der Kerl ist in so kurzer Zeit dreimal aktiv und wir packen ihn einfach nicht. Wahrscheinlich lebt er sogar in Leipzig. Jan, wir brauchen unbedingt alle Unterlagen von den Firmen. Tja, das ist das Problem. Wieso? Naja, die Mitarbeiterlisten geben die Faber Borus gerade noch raus. Aber bei den Reiselisten, Fehlanzeige. Angeblich arbeitet jeder Vertreter selbstständig. Wenn wir wenigstens einen konkreten Tatverdächtigen hätten, dann könnten wir die Staatsanwaltschaft einschalten. Haben wir aber nicht. Nur ein Phantom. Der Verwaltungsdirektor vom Robert-Koch-Krankenhaus, der kennt jede Menge Vertriebsleute. Vielleicht kommen wir über den irgendwie weiter. Okay, ich fahr gleich hin. Jan, das mach ich. Du hast genug zu tun. Ina, ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber das ist mein Fall. Büro von Dr. Köster, Bollinger. Was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, Dr. Köster ist noch nicht da. Einen Termin, das wird schwierig. Ach, Sie sind die Dame von der Kriminalpolizei. Dr. Köster hat mir schon erzählt, wenn es wirklich dringend ist, also, er ist dann heute gegen 17 Uhr nochmal im Büro und dann ist er bis zum Abend auf einer Konferenz. Dann trage ich Sie ein. Ja, natürlich. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich lebe von meinen Stammkunden. Und wenn die erfahren, dass ich eine Adresse an die Kripo weitergebe, dann kann ich mein Geschäft gleich zumachen. Es geht um Mordfall. Wenn Sie einen konkreten Verdacht haben oder einen Durchsuchungsbefehl, dann kann ich nichts dagegen tun, aber einfach so. Arbeitet das Mädchen schon länger hier? Das Mädchen ist meine Tochter. Aber auch die wird Ihnen nicht helfen können. Ein hübsches Töchterchen. Das Gespräch ist wohl beendet. Sagen Sie mal, geht ihr abends gerne mal was trinken? Das geht Sie wohl nichts an. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Tochter, die geht in eine Bar, lernt dort einen netten jungen Mann kennen. Und dieser nette junge Mann, der tut ihr heimlich ein Betäubungsmittel ins Getränk. Schleppt sie ab und bringt sie auf irgendeinem dreckigen kleinen Hinterhof um. Es sind inzwischen drei Frauen, die auf diese Art und Weise getötet wurden. Alle so alt und hübsch wie ihre Tochter. Das ist ein Serienmörder. Und deswegen bin ich hier. Das sind die Reiselisten. Samariter Rettungsdienst, Deutsches Rotes Kreuz. Herzlicher Notdienst. Die Grüße nach dem Herrn Trautschke. Hey, Miguel hier. Ja, Miguel, was gibt's? Also ich muss nur noch eine Person überprüfen. Wie, du musst nur eine Person überprüfen? Ja, und die andere? Der Sohn von Bosetzki hat so einen Manschettenknopf. Was, die Bosetzki hat einen Sohn? Ja, aber ich habe keine Adresse. Ja, die Adresse kriegen wir raus. Okay, dann kümmert euch, ja? Ja, und melde dich nochmal. Gut. Sag, hast du gerade Bosetzki gesagt? Bosetzki, ja. BBB, Gregor Bosetzki. Arbeite für die Anton G. Schnebel Pharma Vertriebs GmbH und Co. KG. Nichts wie hin. Hajo Trautschke, Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Gregor Bosetzki, ist das Ihr Sohn? Wir würden ihn gern sprechen.
Mein Sohn ist nicht da. Was wollen Sie denn von ihm? Ist was passiert? Nein, nein, es geht um die Klärung einiger Fragen. Es könnte wichtig sein. Wissen Sie denn, wo er jetzt ist? Ja. Na ja, da kommen Sie doch erst mal rein. Ihr Sohn ist doch Pharmavertreter. Ja. Er ist schrecklich viel unterwegs. Ach ja. Naja. Zuerst habe ich ja gedacht, dass er deshalb... Naja. Also der Junge ist immer noch nicht verheiratet. Wir wollen eigentlich... Sind Sie verheiratet? Hm? Natürlich sind Sie verheiratet. Das sehe ich Ihnen doch gleich an. Heirate doch, habe ich zu Ihnen gesagt. Wir können ja auch zusammen wohnen. Platz genug ist ja. Aber Entschuldigung, Sie wollten etwas fragen? Ja. Wissen Sie zufällig, ob er heute noch Termine hat? Mein Sohn hat doch nichts angestellt, oder? Möchten Sie noch etwas Kaffee? Nein, danke. Wir brauchen ihn als Zeugen. Also es ist nichts Schlimmes. Gott sei Dank. Also haben Sie eine Ahnung, wo wir ihn heute finden können? Ja, er hat einen sehr wichtigen Termin im Robert-Koch-Krankenhaus. Er wollte sich da mit einem Herrn, naja, vielleicht hat sich der Termin ja verschoben, mit einem Herrn Dr. Köster treffen. Er ist Verwaltungsdirektor, verstehen Sie? Dr. Köster? Ja. Verdammt, da wollte ihn auch hin. Wieso das denn? Sie hatte doch Bürodienst. Miguel, Miguel ist in ihrer Nähe. Frau Busetzki, wir müssen leider los, aber der Kuchen, also der Kuchen. Danke. Ja, was ist denn jetzt los? Du tust, was ich sage. Geben Sie auf, Sie machen alles nur noch schlimmer. Langsam und unauffällig zum Treppenhaus, los. Vielleicht hat sie sich nur verlaufen. Und Herr Busetzki, der war doch heute Mittag da. Der ist doch schon längst wieder unterwegs. Nehmen wir mal an, Busetzki ist nochmal zurückgekommen, ja? Wo kann man sich hier am besten verstecken? Ohne Schlüssel kommen Sie nur in den Heizungstrakt. Ich zeig's Ihnen. Du kommst nicht weit.
Tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, wie wichtig die Sache für dich war. Was dann? Ich verspreche dir, ich werde mich in Zukunft mehr kümmern. Um dich oder um mich? Hey, komm, das ist nicht fair. Dass ich mich immer nach den Terminen deiner Familie richten muss, ist auch nicht besonders fair. Ich kann mich ja nicht zerreißen. Das erwarte ich auch nicht mehr von dir. Wie meinst du das? Ich gehe. Was? Ich verlasse dich. Mach's gut, Thomas. Wird von ihm angesprochen und lässt sie später arglos zum Auto begleiten. Er lockt sie auf einen Hinterhof, vergewaltigt sie und bringt sie um. Dabei ist doch ein Urlaub in der Karibik wirklich sehr schön. Aber damals, ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Stockschwarze Nacht, das Meer rauscht merkwürdig, das Rufen der Vögel aus dem Wald ist so anders. Nee, ehrlich. Und da haben Sie ganz allein am Strand übernachtet? Hey, Tanja! Mensch, Werner! Das ist ja eine Überraschung. Darf ich bekannt machen, dass es... Jetzt weiß ich noch nicht mal, wie Sie heißen. Guten Tag. Ich bin rein zufällig mit Ihrer Bekannten zusammengestoßen. Also, das ist Werner, ein Kollege von mir. Und Sie sind? Ich muss sowieso gehen. Aber wieso denn? Sie doch sitzen. Und Tanja und ich, wir sind nur Kollegen. Hm. Morgen früh ist ein harter Tag. Also, schönen Abend. Tut mir leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass ihr noch beim Kennenlernen seid. Soweit zu dem, was wir gestern Abend noch rekonstruiert haben. Wir müssen dringend noch eine Pressemeldung hinterher schicken. Als Warnung für die Frauen. Vor allem sollten wir alle Anzeigen prüfen, die in der Vergangenheit wegen ähnlicher Belästigung gemacht worden sind. Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis auf den großen Unbekannten. Ja, dann macht mal. Gut. Übrigens, Herr Wenzel hat schon in der Fußgängerzone zwei Läden gefunden und lässt die jetzt umbauen, Krexel. Gregor! Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ich habe von Herrn Wenzel gesprochen. Ich muss jetzt wirklich los. Kann ich mal die Zeitung haben? Ich habe ein paar Annoncen entdeckt, zwei neue Praxen in Markkleeberg. Das sind ja potenzielle Kunden. Schon wieder so ein mieser Kerl. Wo sind denn die Annoncen? Ich muss los. Du bist schon wieder so gehetzt. Ich bin überhaupt nicht gehetzt. Na schön. Aber wenigstens bist du gestern Abend einmal frühzeitig nach Hause gekommen. Bis später. Können Sie mal jemand mit den Wicklerslisten fürs LKA vorbeischicken? Nein, ich will keine Zeit verlieren. Ja, auch sämtliche Anzeigen gegen Belästigung aus solchen Situationen heraus interessieren uns. Genau, danke. Morgen, Chef. Morgen. Und? Ja, also es gibt drei Geschäfte, die solche Manschettenknöpfe führen. Eins hat bis morgen noch geschlossen. Bei den anderen, die haben zwar solche Knöpfe im letzten Jahr verkauft, aber wir können nichts mit einem Phantom anfangen. Wird schwierig. Ach, Sie sind die Dame von der Kriminalpolizei. Dr. Köster hat mir schon erzählt, wenn es wirklich dringend ist, also... Er ist dann heute gegen 17 Uhr nochmal im Büro und dann ist er bis zum Abend auf einer Konferenz. Dann trage ich Sie ein. Ja, natürlich. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich lebe von meinen Stammkunden. Und wenn die erfahren, dass ich eine Adresse an die Kripo weitergebe, dann kann ich mein Geschäft gleich zumachen. Es geht um einen Mordfall. Wenn Sie einen konkreten Verdacht haben oder einen Durchsuchungsbefehl, dann kann ich nichts dagegen tun. Aber
einfach so. Arbeitet das Mädchen schon länger hier? Das Mädchen ist meine Tochter. Aber auch die wird ihm nicht helfen können. Ein hübsches Töchterchen. Das Gespräch ist wohl beendet. Sagen Sie mal, geht ihr abends gerne mal was trinken? Das geht Sie wohl nichts an. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Tochter, die geht in eine Bar, lernt dort einen netten jungen Mann kennen. Und dieser nette junge Mann, der tut ihr heimlich ein Betäubungsmittel ins Getränk. Schleppt sie ab und bringt sie auf irgendeinem dreckigen kleinen Hinterhof um. Es sind inzwischen 3 Frauen, die auf diese Art und Weise getötet wurden. Alle so alt und hübsch wie ihre Tochter. Das ist ein Serienmörder. Und deswegen bin ich hier. Das sind die Reiselisten. Samariter Rettungsdienst, Deutsches Rotes Kreuz. Herzlicher Notdienst. Die Gerüchte nach dem Mann auf die Trautschke. Hey, Miguel hier. Ja, Miguel, was gibt's? Also ich muss nur noch eine Person überprüfen. Wie, du musst nur eine Person überprüfen? Ja, und die andere? Der Sohn von Bosetski hat so einen Manschettenknopf. Was, die Bosetski hat einen Sohn? Ja, aber ich habe keine Adresse. Ja, die Adresse kriegen wir raus. Okay, dann kümmert euch, ja? Ja, und melde dich nochmal. Gut. Sag, hast du gerade Bosetski gesagt? Bosetski, ja. BBB, Gregor Bosetski. Arbeitet für die Anton G. Schnebel Pharma Vertriebs GmbH und Co. KG. Nichts wie hin. Hajo Trautschke, Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Gregor Bosetski, ist das Ihr Sohn? Wir würden ihn gern sprechen. Mein Sohn ist nicht da. Was wollen Sie denn von ihm? Ist was passiert? Nein, nein, es geht um die Klärung einiger Fragen. Es könnte wichtig sein. Wissen Sie denn, wo er jetzt ist? Ja. Na ja, da kommen Sie doch erst mal rein. Ihr Sohn ist doch Pharmavertreter. Ja. Er ist schrecklich viel unterwegs. Soweit zu dem, was wir gestern Abend noch rekonstruiert haben. Wir müssen dringend noch eine Pressemeldung hinterher schicken. Als Warnung für die Frauen. Vor allem sollten wir alle Anzeigen prüfen, die in der Vergangenheit wegen ähnlicher Belästigung gemacht worden sind. Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis auf den großen Unbekannten. Ja, dann macht mal. Gut. Übrigens, Herr Wenzel hat schon in der Fußgängerzone 2 Läden gefunden und lässt die jetzt umbauen, Krexel. Gregor! Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ich habe von Herrn Wenzel gesprochen. Ich muss jetzt wirklich los. Kann ich mal die Zeitung haben? Ich habe ein paar Annoncen entdeckt, 2 neue Praxen in Markkleeberg. Das sind ja potenzielle Kunden. Schon wieder so ein mieser Kerl. Wo sind denn die Annoncen? Ich muss los. Du bist schon wieder so gehetzt. Ich bin überhaupt nicht gehetzt. Na schön. Aber wenigstens bist du gestern Abend einmal frühzeitig nach Hause gekommen. Bis später. Können Sie mal jemand mit den Wicklerslisten fürs LKA vorbeischicken? Nein, ich will keine Zeit verlieren. Ja, auch sämtliche Anzeigen gegen Belästigung aus solchen Situationen heraus interessieren uns. Genau, danke. Morgen, Chef. Morgen. Und? Ja, also es gibt 3 Geschäfte, die solche Manschettenknöpfe führen. Eins hat bis morgen noch geschlossen. Bei den anderen, die haben zwar solche Knöpfe im letzten Jahr verkauft, aber wir können nichts mit einem Phantom anfangen. Und hast du auch dran gedacht, dass sowas gerne mal verschenkt wird? Danke für den Hinweis. Aber ich muss erstmal die ganzen Käufer abklappern, um rauszukriegen, ob irgendjemand was verschenkt hat. Keine Angst, ich langweile mich nicht. Wir haben da was Interessantes entdeckt. Oh, darf ich? Ja, natürlich. Also, das Opfer hatte eine hohe Dosis Cyclohexanon im Blut. Was bitte? Das ist der Bestandteil von gewissen Narkosemitteln, von Esketamin zum Beispiel. Aha. Man findet Cyclohexanon übrigens auch in abgewandelter Form in den sogenannten Designerdrogen, in PCP zum Beispiel, einschlägig auch als Angel Dust bekannt.
Aber ein regelmäßiger Drogenkonsum ist hier laut Organbefund beim Opfer eindeutig auszuschließen. Das heißt, das Opfer war betäubt? Tja, es ist klar, warum es keine Abwehrspuren gab. Jetzt verstehe ich, warum ich so down war an dem Abend. Du, in den USA gibt es sogar Fälle, wo diese Droge ganz gezielt bei Vergewaltigung eingesetzt wurde. Herr Wenzel hat schon in der Fußgängerzone zwei Läden gefunden und lässt die jetzt umbauen, Krexel. Gregor! Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ich habe von Herrn Wenzel gesprochen. Ich muss jetzt wirklich los. Kann ich mal die Zeitung haben? Ich habe ein paar Annoncen entdeckt, zwei neue Praxen in Markkleeberg. Das sind ja potenzielle Kunden. Schon wieder so ein mieser Kerl. Wo sind denn die Annoncen? Ich muss los. Bist schon wieder so gehetzt? Ich bin überhaupt nicht gehetzt. Na schön. Aber wenigstens bist du gestern Abend einmal frühzeitig nach Hause gekommen. Bis später. Können Sie mal jemand mit den Wicklerslisten fürs LKA vorbeischicken? Nein, ich will keine Zeit verlieren. Ja, auch sämtliche Anzeigen gegen Belästigung aus solchen Situationen heraus interessieren uns. Genau, danke. Morgen, Chef. Morgen. Und? Ja, also es gibt drei Geschäfte, die solche Manschettenknöpfe führen. Eins hat bis morgen noch geschlossen. Bei den anderen, die haben zwar solche Knöpfe im letzten Jahr verkauft, aber die können nichts mit einem Phantom anfangen. Und hast du auch dran gedacht, dass sowas gerne mal verschenkt wird? Danke für den Hinweis. Aber ich muss erstmal die ganzen Käufer abklappern, um rauszukriegen, ob irgendjemand was verschenkt hat. Keine Angst, ich langweile mich nicht. Wir haben da was Interessantes entdeckt. Oh, darf ich? Ja, natürlich. Also, das Opfer hatte eine hohe Dosis Cyclohexanon im Blut. Was bitte? Das ist der Bestandteil von gewissen Narkosemitteln, von Esketamin zum Beispiel. Aha. Man findet Cyclohexanon übrigens auch in abgewandelter Form in den sogenannten Designerdrogen, in PCP zum Beispiel, einschlägig auch als Angel Dust bekannt. Aber ein regelmäßiger Drogenkonsum ist hier laut Organbefund beim Opfer eindeutig auszuschließen. Das heißt, das Opfer war betäubt? Tja, es ist klar, warum es keine Abwehrspuren gab. Jetzt verstehe ich, warum ich so down war an dem Abend. Du, in den USA gibt es sogar Fälle, wo diese Droge ganz gezielt bei Vergewaltigung eingesetzt wurde. Deswegen wollte er mir noch einen zweiten Drink spendieren. Dreckschwein. Ey, das gibt's doch nicht. Der spielt den Gentleman, dabei tut er eine Pille in den Trink. Das ist doch das Letzte, echt. Ja, aber eine Pille löst sich doch nicht so schnell auf. Das hätte ich ja wohl bemerkt, oder? Also ich denke, es war das Narkosemittel. Das gibt's nämlich auch flüssig. Und das kann man bei entsprechender Kenntnis ganz genau dosieren. Ja, das wäre ein neuer Ansatz. Bei stärkerer Dosierung wird eine besondere Form der Bewusstlosigkeit. So ein Phantombild, das muss ja nicht stimmen, oder? Dann würde ich Sie gerne um etwas bitten. Ja, und? Dann möchte ich Ihnen ein Wiedertreffen. Ich meine, es hätte ja wirklich ein netter Abend werden können. Sie verstehen? Sind Sie in der Bar am Anfang zufällig mit ihm zusammengestoßen? Ja. Und dann hat er Ihnen einen Drink spendiert? Ja. Und später, sind Sie da müde geworden oder war Ihnen irgendwie schwindelig? Ja, der Werner, also mein Kollege, der musste mich nach Hause bringen. Ich war total high. Also ich glaube, der Drink, der war ziemlich heftig. Schauen Sie sich das bitte mal an. Diese Frau hat ihn auch kennengelernt. Leider hat da niemand den Abend gestört. Ja. Ja, Marie. Tut mir leid, Herr Bosetzki, aber bei Dr. Köster geht wieder alles durcheinander. Es wird wohl später werden. Dann warte ich, ihm ist ja nicht so schlimm. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Danke. Wie, und Sie wollte ihn wirklich wiedersehen? Tja, ich habe nur noch gleich den Kontaktbeamten angerufen, der ist direkt in die Bar, aber Fehlanzeige, keine weiteren Hinweise.
Mann, der Kerl ist in so kurzer Zeit dreimal aktiv und wir packen ihn einfach nicht. Wahrscheinlich lebt er sogar in Leipzig. Jan, wir brauchen unbedingt alle Unterlagen von den Firmen. Tja, das ist das Problem. Wieso? Naja, die Mitarbeiterlisten geben die Fahrerbüros gerade noch raus. Aber bei den Reiselisten Fehlanzeige. Angeblich arbeitet jeder Vertreter selbstständig. Wenn wir wenigstens einen konkreten Tatverdächtigen hätten, dann könnten wir die Staatsanwaltschaft einschalten. Haben wir aber nicht. Nur ein Phantom. Der Verwaltungsdirektor vom Robert-Koch-Krankenhaus, der kennt jede Menge Vertriebsleute. Vielleicht kommen wir über den irgendwie weiter. Okay, ich fahr gleich hin. Jan, das mach ich. Du hast genug zu tun. Ina, ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber das ist mein Fall. Büro von Dr. Köster, Bollinger. Was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, Dr. Köster ist noch nicht da. Einen Termin, das wird schwierig. Ach, Sie sind die Dame von der Kriminalpolizei. Dr. Köster hat mir schon erzählt. Wenn es wirklich dringend ist, also... Er ist dann heute gegen 17 Uhr nochmal im Büro und dann... ist der Verweis. Gut. Kann ich mich ja gleich versetzen lassen. Die ist von Miguel. Schönen Gruß. Er konnte leider nicht mitkommen. Na, dann kommt mal rein, ihr Pappnasen. Pappnasen? Ja. Für dich. Hallo. Tag. Ich komme wegen dem Hinweis in der Zeitung. Kennen Sie den Mann? Es könnte sein, dass ich ihn in einer Bar in Halle getroffen habe. Wissen Sie seinen Namen? Leider nicht. Ein Kollege von mir kam an den Tisch, naja, und da ist er gegangen. Und können Sie sich an irgendwas Besonderes erinnern? Ich komme eigentlich aus einem anderen Grund. Aha, und der wäre? Es kann ja sein, dass dieser Mann von gestern Abend, ich meine, so ein Phantombild, das muss ja nicht stimmen. Oder? Dann würde ich Sie gerne um etwas bitten. Ja, und? Die ist von Miguel. Schönen Gruß. Er konnte leider nicht mitkommen. Na, dann kommt mal rein, ihr Pappnasen. Pappnasen?
Hallo. Tag. Ich komme wegen dem Hinweis in der Zeitung. Kennen Sie den Mann? Es könnte sein, dass ich ihn in einer Bar in Halle getroffen habe. Wissen Sie seinen Namen? Leider nicht. Ein Kollege von mir kam an den Tisch, naja, und da ist er gegangen. Und können Sie sich an irgendwas Besonderes erinnern? Ich komme eigentlich aus einem anderen Grund. Aha, und der wäre? Es kann ja sein, dass dieser Mann von gestern Abend, ich meine, so ein Phantombild, das muss ja nicht stimmen, oder? Dann würde ich Sie gerne um etwas bitten. Ja, und? Dann möchte ich ihn gern wieder treffen. Ich meine, es hätte ja wirklich ein netter Abend werden können. Sie verstehen? Sind Sie in der Bar am Anfang zufällig mit ihm zusammengestoßen? Ja. Und dann hat er Ihnen einen Drink spendiert? Ja. Und später, sind Sie da müde geworden oder war Ihnen irgendwie schwindelig? Ja, der Werner, also mein Kollege, der musste mich nach Hause bringen. Ich war total high. Also ich glaube, der Drink, der war ziemlich heftig. Schauen Sie sich das bitte mal an. Diese Frau hat ihn auch kennengelernt. Leider hat da niemand den Abend gestört. Ja, Marie. Tut mir leid, Herr Bosetzki, aber bei Dr. Köster geht wieder alles durcheinander. Es wird wohl später werden. Dann warte ich, ihm ist ja nicht so schlimm. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Danke. Wie, und Sie wollte ihn wirklich wiedersehen? Tja, ich habe da noch gleich... Dann möchte ich ihn gern wieder treffen. Ich meine... Es hätte wirklich ein netter Abend werden können. Sie verstehen? Sind Sie in der Bar am Anfang zufällig mit ihm zusammengestoßen? Ja. Und dann hat er Ihnen einen Drink spendiert? Ja. Und später, sind Sie da müde geworden oder war Ihnen irgendwie schwindelig? Ja, der Werner, also mein Kollege, der musste mich nach Hause bringen. Ich war total high. Also ich glaube, der Drink, der war ziemlich heftig. Schauen Sie sich das bitte mal an. Diese Frau hat ihn auch kennengelernt. Leider hat da niemand den Abend gestört. Ja. Ja, Marie. Tut mir leid, Herr Bosetzki, aber bei Dr. Köster geht wieder alles durcheinander. Es wird wohl später werden. Dann warte ich, ihm ist ja nicht so schlimm. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Danke. Wie, und Sie wollte ihn wirklich wiedersehen? Tja, ich habe da noch gleich den Kontaktbeamten angerufen, der ist direkt in die Bar, aber Fehlanzeige, keine weiteren Hinweise. Mann, der Kerl ist in so kurzer Zeit dreimal aktiv und wir packen ihn einfach nicht. Wahrscheinlich lebt er sogar in Leipzig. Jan, wir brauchen unbedingt alle Unterlagen von den Firmen. Tja, das ist das Problem. Wieso? Naja, die Mitarbeiterlisten geben die Fahrerbüros gerade noch raus. Aber bei den Reiselisten, Fehlanzeige. Angeblich arbeitet jeder Vertreter selbstständig. Wenn wir wenigstens einen konkreten Tatverdächtigen hätten, dann könnten wir die Staatsanwaltschaft einschalten. Haben wir aber nicht. Nur ein Phantom. Der Verwaltungsdirektor vom Robert-Koch-Krankenhaus, der kennt jede Menge Vertriebsleute. Vielleicht kommen wir über den irgendwie weiter. Okay, ich fahr gleich hin. Jan, das mach ich. Du hast genug zu tun. Ina? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber das ist mein Fall. Büro von Dr. Köster Bollinger. Was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, Dr. Köster ist noch nicht da. Einen Termin, das wird schwierig. Ach, Sie sind die Dame von der Kriminalpolizei. Dr. Köster hat mir schon erzählt, wenn es wirklich dringend ist, also... Er ist dann heute gegen 17 Uhr nochmal im Büro und dann
ist er bis zum Abend auf einer Konferenz. Dann trage ich Sie ein. Ja, natürlich. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich lebe von meinen Stammkunden. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wie Sie heißen. Guten Tag. Ich bin rein zufällig mit Ihrer Bekannten zusammengestoßen. Also, das ist Werner, ein Kollege von mir. Und Sie sind? Ich muss sowieso gehen. Aber wieso denn? Können Sie doch sitzen. Und Tanja und ich, wir sind nur Kollegen. Morgen früh ist ein harter Tag. Also, schönen Abend noch. Tut mir leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass ihr noch beim Kennenlernen seid. Soweit zu dem, was wir gestern Abend noch rekonstruiert haben. Wir müssen dringend noch eine Pressemeldung hinterher schicken. Als Warnung für die Frauen. Vor allem sollten wir alle Anzeigen prüfen, die in der Vergangenheit wegen ähnlicher Belästigung gemacht worden sind. Vielleicht kriegen wir da einen Hinweis auf den großen Unbekannten. Ja, dann macht mal. Gut. Übrigens, Herr Wenzel hat schon in der Fußgängerzone zwei Läden gefunden und lässt die jetzt umbauen, Krexel. Gregor! Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ich habe von Herrn Wenzel gesprochen. Ich muss jetzt wirklich los. Kann ich mal die Zeitung haben? Ich habe ein paar Annoncen entdeckt, zwei neue Praxen in Markkleeberg. Das sind ja potenzielle Kunden. Schon wieder so ein mieser Kerl. Wo sind denn die Annoncen? Ich muss los. Du bist schon wieder so gehetzt. Ich bin überhaupt nicht gehetzt. Na schön. Aber wenigstens bist du gestern Abend einmal frühzeitig nach Hause gekommen. Bis später. Können Sie mal jemand mit den Wicklerslisten fürs LKA vorbeischicken? Nein, ich will keine Zeit verlieren. Ja, auch sämtliche Anzeigen gegen Belästigung aus solchen Situationen heraus interessieren uns. Genau, danke. Morgen, Chef. Morgen. Und? Ja, also es gibt drei Geschäfte, die solche Manschettenknöpfe führen. Eins hat bis morgen noch geschlossen. Bei den anderen, die haben zwar solche Knöpfe im letzten Jahr verkauft, aber wir können nichts mit einem Phantom anfangen. Und hast du auch dran gedacht, dass sowas gerne mal verschenkt wird? Danke für den Hinweis. Aber ich muss erstmal die ganzen Käufer abklappern, um rauszukriegen, ob irgendjemand was verschenkt hat. Keine Angst, ich langweile mich nicht. Wir haben da was Interessantes entdeckt. Oh, darf ich? Ja, natürlich. Also, das Opfer hatte eine hohe Dosis Cyclohexanon im Blut. Was bitte? Das ist der Bestandteil von gewissen Lagen von den Firmen. Tja, das ist das Problem. Wieso? Naja, die Mitarbeiterlisten geben die Pharmabüros gerade noch raus. Aber bei den Reiselisten Fehlanzeige. Angeblich arbeitet jeder Vertreter selbstständig. Wenn wir wenigstens einen konkreten Tatverdächtigen hätten, dann könnten wir die Staatsanwaltschaft einschalten. Haben wir aber nicht. Nur ein Phantom. Der Verwaltungsdirektor vom Robert-Koch-Krankenhaus, der kennt jede Menge Vertriebsleute. Vielleicht kommen wir über den irgendwie weiter. Okay, ich fahr gleich hin. Jan, das mach ich. Du hast genug zu tun. Ina, ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber das ist mein Fall. Büro von Dr. Köster-Bollinger, was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, Dr. Köster ist noch nicht da. Einen Termin, das wird schwierig. Ach, Sie sind die Dame von der Kriminalpolizei. Dr. Köster hat mir schon erzählt, wenn es wirklich dringend ist, also... Er ist dann heute gegen 17 Uhr nochmal im Büro und dann ist er bis zum Abend auf einer Konferenz. Dann trage ich Sie ein. Ja, natürlich. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich lebe von meinen Stammkunden. Und wenn die erfahren, dass ich eine Adresse an die Kripo weitergebe, dann kann ich mein Geschäft gleich zumachen. Es geht um einen Mordfall. Wenn Sie einen konkreten Verdacht haben oder einen Durchsuchungsbefehl, dann kann ich nichts dagegen tun. Aber einfach so... Aber
Arbeitet das Mädchen schon länger hier? Das Mädchen ist meine Tochter. Aber auch die wird ihm nicht helfen können. Ein hübsches Töchterchen. Das Gespräch ist wohl beendet. Sagen Sie mal, geht die abends gerne mal was trinken? Das geht Sie wohl nicht an. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Tochter, die geht in eine Bar, lernt dort einen netten jungen Mann kennen. Und dieser nette junge Mann, der tut ihr heimlich ein Betäubungsmittel ins Getränk. Schleppt sie ab und bringt sie auf irgendeinem dreckigen kleinen Hinterhof um. Es sind inzwischen 3 Frauen, die auf diese Art und Weise getötet wurden. Alle so alt und hübsch wie ihre Tochter. Das ist ein Serienmörder. Und deswegen bin ich hier. Das sind die Reiselisten. Samariter Rettungsdienst, Deutsches Rotes Kreuz. Herzlicher Notdienst. Die berühmte Nadel von Frau Trautschke. Hey, Miguel hier. Ja, Miguel, was gibt's? Also ich muss nur noch eine Person überprüfen. Wie, du musst nur eine Person überprüfen? Ja, und die andere? Der Sohn von Bosetzki hat so einen Manschettenknopf. Was, die Bosetzki hat einen Sohn? Ja, aber ich habe keine Adresse. Ja, die Adresse kriegen wir raus. Okay, dann kümmert euch, ja? Ja, und meldet dich noch.